Hallo Freunde des guten Geschmacks, hier im Sonnenaufgang mit Skuldur und seiner Handarmbrust. Boah, splendid. Ach, hol nicht so rum. Lichts, ickit. Oh, falsche Taste. Fängt ja schon wieder gut an. So, also ich habe jetzt hier ein bisschen experimentell ausprobiert. Hier, der Startruckler ist wieder da. Oh Gott, das wäre. Ja, der lebt doch bestimmt. Oh Gott! Ja, wir müssen schießen, komm, scheiß hoch. Das. Hä? Was? Wow. Er lebt noch? Ja. Gut, dass du geschossen hast. Lol, hat sie mich gerade geschockt. Du hast doch mit der Schrotflinte drauf geschossen, oder? Ja, aber der war nur am Boden gelegen. Durch den Rückstoß, aber nicht tot. Genau, also ich habe jetzt zwei Mittelrisslots, darum habe ich jetzt das so eine einschüssige. Abgesägte Schrotflinte mit einem Beil dran und so eine Hand am Brust. Also, ja, schauen wir mal. Aber es ist wieder ein Level 1 Jäger. Also, genau. Trauen wir uns jetzt ein bisschen mehr. Das ist, wollte ich eben auch gerade sagen, dass wir wieder mit einem Level 1 anfangen. Ah, ich brauche überhaupt kein Messer. Oh nein. Oh. Hand, oder? Die. Ja, deine Armbrust. Ja, die schaut aber gerade nicht hängen. Irgendwie, ich finde es gerade komisch, weil die irgendwie reagiert, also die ist irgendwie alarmiert und das sind überall die Insekten, aber die greifen niemanden an. Warte, geh mal ein bisschen aus rum. Natürlich. Nicht, dass die irgendwo jemand anders verfolgt. Wo ist denn eigentlich? Das ist hier drin, oder was? Oh, da geht's ran. Ich mach die auf. Hey, ich verstehe das gerade nicht. Komm hier rein? Ah, ich mach hier auf. No. Hä? LOL. Was? Okay. Das ist gerade uncool eigentlich. Weil okay, das ist jetzt einfach mal. Ach, die ist auch scheiß aggressiv jetzt immer, ne? Ja. Geh da weg, ich mag da die Dinge antippen, wenn sie kommt. Ja, ich hab auch. Da kommst du. Komm her, komm zu Papa, komm zu Papa. Komm her! Na, wo ist sie denn? Hast du erwischt? Ja. Oh, gleich nochmal eine Laterne. Come to me. Come to me. Es wäre eh gut, wenn wir so wenig wie möglich schießen. Dass vielleicht andere nicht gleich hierher kommen. Alter, hier sind so viele Gewehre, da werden nicht mehr her. Komm her. Hier sind relativ viele Laternen und sowas. Wow! Ah, sehr gut. Oh, ich hab mich auch angefackelt. Ja, nicht was. Ja, weil die so blöd gekommen ist irgendwie, aber war nicht schlimm. Aber die verliert nicht so viel Leben, irgendwie, ne? Nee, ich glaube, du musst mit deinen Schrotflinten versuchen drauf zu schießen, weil. Wow! Die ist so schnell. Alter, die haben die Spinne sowas von geändert. Das ist ja furchtbar gerade. Also ich hasse es hier gerade richtig zu kämpfen, muss ich sagen. Ich kenne mich hier. Ja, das muss ich muss mich erstmal ein bisschen umschauen hier gerade. Ja, ich habe eine Laterne. Okay, hier ist ein Waggon. Hier können sie reinkommen. Oh, lol, die kommen ja von oben. Von oben können welche kommen. Dann. Ne, hier ist zu. Ah, hier ist nochmal eine Laterne. Also es ist vom Verteidigen Achtung. Her. Oh mein! Oh, ich hab mich selbst angefackelt. Und jetzt bin ich auch noch. Ich wollte gerade sagen, du bist ja. Oh mein Gott, ich hab ein ganzes Ding. Lol, ich bin gleich tot. Au, ich bin vergiftet, kann mich nicht heilen. Sie verfolgt mich. Alter, leck mich, Alter.
Ich muss echt Nahkampf machen mittlerweile. Alter, die macht gerade richtig Hardcore-Stress. Alter, die Spinne, die ist richtig hart. Die nervt mich gerade richtig. Oh, scheiß Viech. Nein. Ja. Ich bin so unsicher, weil draußen ganz Pferde, irgendwelche Viecher rumschreien und sowas. Alter, ich habe kompletten Balken verloren wegen einem Feuer. Ich schau immer mal wieder ein bisschen raus. Ja, genau, rein mit dir. Ah, Gott! Alter, die ist so aggressiv! Das bin ich nicht mehr gewohnt! Aua, schon wieder vergiftet. Achtung! Bin ich nicht mehr, wow, bin ich nicht mehr gewohnt! Pack das auf, nicht! Tschüss! Ich schau mal oben, wie es oben ausschaut. Ah, hier ist noch eine Laterne, das ist sehr gut. Ich komm wieder runter. Motherfucker! Alter, stirb mal endlich! Hier ist eine Falle, ich nehme mal eine Falle und leg die mal oben vor die Tür, okay? Vor allem, wenn man sie trifft, dann tut die nicht mehr so zurückschrecken, weil sie geht dann eher noch mehr auf dich. Alter! Die ist richtig. Au! Das schaffst du schon. Ich verteile hier oben mal ein paar Fallen. Du hörst nie wieder auf! Ich hasse Spinnen! Lass mich in Ruhe! Ah, das ist richtig assi, wenn man vergiftet ist, kann man nicht heilen. Boah, da geht's ja weiter. Hier ist er auch noch. Oh nein. Müssen wir nochmal heilen? Oh, die ist bei mir. Oh, da ist noch einmal eine Laterne. Können wir wieder runtergehen? Ich tue dann eine Falle bei der Treppe hin, ne? Ja. Also. Ah, das ist gut. Also ich bin unten. Oh, sie hat mich! Oh nein, ich direkt das! Oh, na, jetzt brenne ich auch noch. Du läufst da noch rein! Was? Die hat mich erwischt? Ich lag im Boden! Ja, ich hab gehofft, dass du die Treppe runterläufst. Oh komm, die ist gleich tot. Ich treff sie nicht mehr! Warum ist das Fenster offen? Gute Frage. Komm, ein Schuss noch, ein Schuss noch. Aber wir müssen, die müssten wir unten töten. Wir müssen runter, komm. Und warum ist die Falle ausgelöst? Du hast es, glaube ich, noch nicht mehr aufgestellt. Ich habe die Falle jetzt oben aufgestellt, okay? Gut. So, jetzt die Spinne einfach unten killen. Das werden wir nicht hinbekommen. Jawohl. Ist die tot? Ja. Also oben sind echt gut Fallen ausgelegt, normal. Hier ist Müll. Oh, hier ist nochmal eine Treppe, hier ist nochmal eine Treppe. Wir kommen nochmal runter. Hier. Okay, oben. Okay. Da habe ich eine Falle hingelegt. Also ich bin hier unten beim Waggon. Wir können eigentlich nur hier. Eine Falle habe ich noch. Die lege ich bei der anderen Treppe hin, okay? Okay. Wo waren die jetzt? Aber die lege ich unten hin, okay? Mhm, okay. Also unten bei der Treppe liegt eine Falle. Oben liegen echt viele Fallen, also. Bei uns wäre noch ein Ausgang, ne? Also man könnte direkt raus. Die können ja jetzt. Gut, du siehst, du hörst es ja, wenn die das aufdrehen, ne? Das muss ich da stehe ich direkt daneben. Oben können sie halt, aber da hören wir hoffentlich die Schritte oder sowas. Oben hören wir Schritt, oben hören wir auch 100 pro meine Falle. Hoffe ich. Gut, und ich bin beim Waggon, da gibt es zwei Türen. Und kann die da eigentlich ganz gut verteidigen. Achso, oben habe ich echt viele Fallen ausgelegt. Ja, bei unserem Glück laufen wir noch rein beim Fliehen oder sowas dann. Ja, ja. Da hast du recht. Also wir müssten eigentlich unten raus, oder?
Obwohl, ja gut, du weißt ja hoffentlich, wo sie noch sind bei den ganzen Ausgängen. Entschärfen, da können wir theoretisch auch was. Oh Gott. Das ist lustig, ne? Wir sind gespawnt und direkt bei der Spinne. Das ist... Obwohl die eigentlich die Wahrscheinlichkeit der reduziert haben eigentlich, ne? Also, lustig. Ja, irgendwann passiert's halt. Ja. Aber dann Körn ist die Wahrscheinlichkeit, ich kann mir vorstellen, dass wenn sowas passiert, dass die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass die Lobby voll ist. Ja, das kann sein. Ich bin gerade gar nicht so nervös, also es hält sich gerade stark in Grenzen. Ja, ist halt Level 1 Jäger, also. Ja. Metall. Vier Schritte. Ja. Oben. Die sind oben rein, ja. Ja. Okay. Einer ist in die volle Reihe, oder? Du bist relativ nah bei dem Ding, oder? Könntest du es eventuell nehmen? Obwohl die können. Ach, das ist bei der Nähe, von der Treppe, ne? Das ist völlig. Ich glaube, die kommen gleich runtergeprescht. Sie kommen, ja. Kommt, er ist da. Sie sind unten, beide unten. Hab's gesehen, ja. Oh, der ist direkt vor mir! Ich bin tot. Nein, doch nicht. Hilf mir! Er ist tot, einer ist tot. Ja, ich muss mich schnell heilen. Lol, ich hab den nicht gesehen. Der andere ist auch tot. Oh, du bist ein Schatz. Du bist gerade so ein Gott. Ich könnte dich echt ohne Witz, wenn du weiblich wärst, ohne Witz, ich dachte ich von hinten und von vorn gleichzeitig nehmen. Keiner in der Nähe. Ich dachte ich von hinten und von vorn gleichzeitig nehmen. Nee, ich hab auch gerade so erschrocken. Weil ich hab die gesehen, aber ich hab nicht gecheckt. Ich dachte, die sind wieder hochgelaufen. Du bist so ein Schatz. Oh. Alter, dass ich die jetzt beide gewonshottet hab, das. Geil. Ich liebe dich. Ich liebe dich dafür. Oh, soll ich jetzt Waffe wechseln? Soll ich die Wetterli nehmen? Wo ist denn der andere? Das Lustige ist, der wollte mich mit dem Nahkampf rausnehmen, der Typ, und hat gar nicht geschossen. So, nee. Nee, der hat eine Waffen. Wetterli mit beide Bayonett. Ja, gut, aber Bayonett und nicht Bayonett. Also, du hast auch eine Wetterli gehabt? Ja, ich hatte auch eine Wetterli. Moment. So, gleich. LOL, der Weuchler ist auch direkt bei uns. Was? Wollen wir es riskieren oder rausgehen? Oh. Nee, komm, mach mal. Jäger 1. Gut. Aber ein Meuchler ist schon. Ja, obwohl. Hey, wie komme ich hier raus? Wir könnten hier über den Waggon. Komm mit. Aber es müssten noch relativ viele da sein, ne? Holy shit. Komm. Moment. Schuss. Also, ich habe keinen Schuss gehört. Direkt vor uns! 75, zwei Jäger. Die haben gerade die Frau gekillt auf dem Waggon. Auf dem Waggon? Ja, wo die vorhin so verrückt gespielt hat. Auf fucking hell. Dass du das jetzt nicht gehört hast. Ah ja. Tja. Oh. Was haben wir jetzt? Also ich bin jetzt eher im Nahkampf, also du bist eher Fernkampf. Gut, also Meuchler, jetzt müssen wir uns erstmal verteidigen. Hardcore wäre es natürlich, wenn die uns jetzt belagern und die Meuchler-Typen dann zu uns kommen. Sind sie immer noch vor uns? Ja. Aber nicht, dass das die... Ich will jetzt auch nicht meine Sicht die ganze Zeit verbraten, Alter. Nee, ich kann nicht. Ach, das ist wieder doof. Aber dass es hier nicht so ein Scheißding gibt, wo ich hochgehen kann. Bisschen. Wo ich drüber gucken kann. Wollen wir abwarten, was die Meuchler-Typen machen? Wir könnten ja... Wobei, wenn wir auf der anderen Seite rausgehen...
Ja, also irgendwas sollten wir jetzt machen. Wir sollten uns jetzt nicht für... Suchen wir mal einen anderen Ausgang. Hier, ach, wir könnten hier rausgehen, wo wir reingekommen sind. Ja. Also ich habe noch zwei Sichten. Ich drei. Oh gut, jetzt sollten wir uns aber... Wobei du hier relativ safe bist mit deiner Schotze, ne? Ja. Ich gehe mal hoch und guck mal ein bisschen aus den Fenstern. Wie sind die hier? Die haben echt die Falle nicht ausgelöst. Ich fress ein Wesen, Alter. Alles nicht im Guckst Moment. Du noch mal kurz, oder? Okay, warte, ich guck noch mal kurz. Also einer war bei 45, den anderen habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Der macht Nahkampf. Ja, ich sehe sie. Die sind relativ nah. Du gehst gerade, ja. Also Richtung 30, 45. Ich sehe da leider niemanden. So, ja, die sind jetzt da. Wo? Bisschen schon bei Richtung 0. Ich komme nicht durch den Waggon. Ah ja, ich sehe sie. Ah, was soll ich machen? Es wäre natürlich geil, wenn sie einfach dadurch jetzt durch diesen Waggon kommen würden. Und Dynamit? Ja, lauf weg. Oben! Ich bin oben. Boah, es ist hier staubig geworden. Die sind oben. Ja, ich sehe sie. Die haben ein Tor geöffnet, aber nicht reingekommen. Was? LOL! Wie ist der da hingekommen? Alter, ich hab doch gesagt, dass... Ja, ich bin hier oben, aber ich hab den Eingang nicht gesehen, wo die reingekommen sind. Ich heil mich kurz. Vielleicht läuft da eine Falle. Lol, Alter, wie viele Dynamit-Stangen Pass auf, auf die Falle hören. What the fuck, Alter? Wie viele Leute sind da noch? Okay, Moment, das wird gerade ein bisschen... Holy... Sind da mehr? Ich glaube, das sind mehrere. Hast du noch eine Sicht? Ja. Ja. Mach noch mal kurz. Über uns zwei oder drei? Schau du, kannst du bitte kurz nach rechts gucken? Nach rechts hier? Ach, da ist die Falle. Ne, warte, das ist die Falle, passt schon. Ja, aber die, da kann man leicht drüber springen. Ja. Wenn man die sickt, dann kann man drüber springen. Ich hätte noch eine Feuerbombe. Achtung! Was machst du? Nee, weil der so gerannt ist, ich dachte, der rennt runter. Das bin ich. Oh. Hä? Einer ist in die Falle gelaufen, das habe ich gehört. Also oben. Ja. Vorsicht, hinten ist noch eine Treppe, ne? Oh ja, stimmt. Einer macht irgendwas auf. Ich wünsche mir gerade so dermaßen eine Schrotflinte, das glaubst du gar nicht. Weil ich gerade auch irgendwie in Hand wie in Call of Duty gerade irgendwie ziemlich Pech habe. Und die mir ganz. Okay. Habe einen getroffen. Schön. Habe ihn nicht getroffen, aber er mich wieder, standardmäßig. Habe ihn auch nicht getroffen. Ich heil mich schnell. Obwohl, nee, Quatsch. Brauche ich nicht. Ich habe noch eine Feuerwehr. Ich überlege. Getroffen. Ach, die Falle haben sie ausgelöst. An der Treppe. Einer ist da oben. Ich habe nicht mehr so viel Schuss. Das muss vielleicht eventuell gleich die Waffe wechseln.
auch nochmal getroffen, Alter. Halten echt viel aus, Alter. Jawohl! Einer ist tot, oder was? Ja, muss Waffe wechseln. Ah, falsche Waffe! Wo hast du den gekillt? Oh, er hat mich erwischt. Na, warum erwische ich die nicht? Es gibt es doch nicht. Meh! Hab ihn! Oh, Alter. Lol. Alter, du gehst gerade so ab. Ich hab heute kein Aim. Null. In keinem Spiel. Wirklich. In kein einzigem Spiel. Meh. Heute läuft's gar nicht. Ich darf heute eigentlich gar nicht zocken. Ich glaube, danach muss ich echt aufhören. Komplett zum Zocken, weil ich habe nicht einen Schuss getroffen. Es ärgert mich so hart. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du auch eine Sicht? Der ist in die Falle gelaufen. Zwei Stück. Hast du auch eine Sicht? Ja, zwei Stück. Magst du dich noch mal ganz kurz gucken? Ist der tot? Ich sehe niemanden. Gut, dann müsste der tot. Jawohl, da liegt er. Bin da. Nice! Alter, die sind dann viel Fallen gelaufen, ne? Oh, cool. Ja. Alter, du bist heute abgegangen, Alter. Das ist echt, ja. Holy shit. Ja. Schade, dass das nicht die Leute mit den Beuten waren. Aber die sind noch da, oder? Oder sind die raus? Ne, die sind schon raus, ja. Ja, dann gehen wir auch raus, ne? Oder? Ja. Boah. Nice, Alter. Ich bin richtig stolz auf dich. Pass auf wegen Fallen, ne? Obwohl, ne, die haben sie eben meistens. Also. Die meisten haben sie. Warte, wo müssen wir überhaupt hin? Ich dachte unten ja. Wieder rausgehen, dort bei den Loks da, wo wir vorne waren, weil das war in die richtige Richtung. Hier sind sie auch reingelaufen. Auch die Fallen, die haben schon gut gemacht. Schade, dass daran keiner verreckt ist. Hä, hey, wo ist das denn? Ach, da unten? Ja, ja. Hier raus. Guck, wenn wir hier aufgucken. Naja, ah, dann gehen wir hier raus. Bam, Headshot. Das ist wieder typischer. Hier nach links. Boah, ich hatte einfach gerade so richtig Glück mit meiner Waffe, ne? Also ja, also die Schrotflinte wäre hier echt Gold. Aber ich habe nicht einen Schuss, nicht mehr aus der Hüfte, nichts. Ich habe nichts getroffen. Ich bin auch so ruhig geblieben irgendwie. Aber auch ich habe jeden Schuss getroffen, jeden Schuss, und die haben nur daneben geschossen. Nee, ich gar keinen, das ist das Kranke. Ich habe auch nur daneben geschossen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ruhig geblieben. Es war nicht so, dass ich hektisch oder so war. Es war einfach nur, er kam raus und ich habe geschossen und es hat keinen Hitbox gemacht. Aber ich war mir eigentlich so sicher, dass ich die treffen muss, weil ich wüsste gar nicht, wie ich daneben schießen soll. Da war so eine Sicht oder so groß. Ist die gleich hier? Lol, ja, stimmt. Echt nah. War irgendwie eine schnelle, kleine. Ich weiß nicht. So kurz war die jetzt gar nicht. 23 Minuten. Bis jetzt. Ja. Geht ja. Schau's nochmal. Ja, normalerweise haben wir über 40 Minuten, also. Oder bis 40. Ey, ich schau nochmal. Nee, alles gut. Jetzt habe ich keine Sicht mehr. Gut, alles klar. Schade, ich hätte aber auch gern einen Kill gemacht irgendwie. Aber ich hatte jetzt zu diesem Spiel hatte ich echt die falsche Waffe. Ja. Ich sehe es so, ich habe jeden Schuss abgefangen für dich. Ich habe mich immer vor die Kugel geworfen. Aber es ist wirklich so teilweise, weil die haben immer nachgeladen oder mussten nachladen oder waren immer auf mich fixiert, während du dann von hinten kamst, Rotflöte. Nee, aber das Coole war, du bist nicht immer verreckt beim ersten Schuss. Wie sonst immer ist. Ja, zack, stimmt. Headshot oder sowas. Das war es echt vorteilhaft, dass du nicht gleich verreckt bist. Immer. Einer von uns generell. Ich habe immer das Problem, Balken, dass wir One-Shot wechseln meistens. Das stimmt, ja. Immer so ein Headshot und dann ist vorbei, ja. Da hatten wir jetzt echt Glück. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was die jetzt für Waffen hatten. Weiß ich gar nicht. Wir hatten auch die Vertali und die Romero. Hey, Romero hätte gefährlich werden können. Ich glaube, den hast du vorhin rausgenommen, mit dem ich keinen Kontakt hatte. Ja, genau. Ja, weil ich wollte dann nach oben gehen, ne? Weil ich dachte, wo du gesagt hast, oh, ich habe den einen gekillt, oben. Dann dachte ich mir, oh, jetzt würde er den wiederbeleben wollen. Und ich komme dann schnell von hinten und schieße auf den, ne? Aber der andere ist, ich bin dann hoch und genau in dem Moment, wo ich hochgehen wollte, ist der von der Ecke vorgekommen. Und dann habe ich einfach, ich glaube, das Problem ist immer, ich glaube, ich schieße, während ich mich schon wieder zurückdrehe. Und das ist wahrscheinlich ein Problem. Ja, das kann sein. Dass ich schieße, schon während ich wieder zurückdrehe.
Und dann bin ich halt gleich runtergesprungen, weil er auch Panik bekommen hat. Gott sei Dank hat er mich nicht ganz erwischt. Das Gute ist, dass er gleich hinterhergelaufen ist. Ja, das war aber unerwartet. Ich glaube, der hat gedacht, er kann mich noch schnell irgendwie rausnehmen. Ja. Deswegen, ja, weil er mich gut erwischt hatte, das muss ich auch sagen. Ich hatte nicht mehr viel Leben. Ich habe geblutet und nicht mehr viel Leben. Alter, du hast 4 Jäger gekillt, Alter. Oh, nice. Nice. Richtig nice, Alter, um euch das anzuschauen. Geht auf Skuldos Kanal, nein, ich muss Nee, war geil. Gut. Mal eine etwas schnellere Runde, ohne Überlänge und eine geile Runde. Also die war wirklich geil. Sehr, sehr spannend. Hammer. Freut mich. Ja, das war jetzt echt eine coole Runde, muss ich sagen. Das ist sehr spannend, ja. Hat aber wohl nicht so funktioniert mit der anderen Beute, wie unser Plan war, aber gut. Kann ja nicht immer. Ja. Die Angsthasen sind halt rausgelaufen. Können wir leider nichts dagegen tun. Sag sowas nicht. Ich habe auch überlegt, ob wir rausrennen. Psst. Okay. So, gut, dann tun wir mal die Aufnahme beenden. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.